Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monia und heute möchte ich mit dir diese Monatsübersicht nachbasteln sozusagen. Ja. Erst einmal möchte ich dir allerdings zeigen, woraus ich die Idee dafür habe, für diese Stempel, die ich selber gemacht habe. Und das ist passiert, indem ich mir das Buch Gestalte dein Journal zugelegt habe. Und das ist ein richtig schönes Bullet Journal Buch. Bullet Journal darf man nicht sagen, ne? Also ein richtig schönes Buch übers Journaling. Und es gibt wirklich ganz, ganz viele interessante Themen, ganz viele Ideen, ganz viele Listen, ganz viele Vorlagen, die man verwenden kann. Also ich finde, es ist ein rundum gelungenes Buch. Ich habe schon einige Bücher zu dem Thema gesehen und auch gelesen, aber ich muss sagen, das ist eines von den Büchern, die wirklich ja in die Tiefe gehen, die richtig fundiert sind und wo man auch richtig was mitnehmen kann. Und zwar geht die Autorin zum Beispiel darauf ein, warum man ein Journal führen sollte, was es einem denn jetzt wirklich bringt, was man damit machen kann, was man alles tracken kann, warum man das auch tun sollte. Also ich finde es richtig schön aufgebaut. Und sie geht auch immer wieder darauf ein, dass es gar nicht wichtig ist, dass du jetzt der absolute Künstler bist, sondern es geht eigentlich darum, dass du etwas ja, erstellst, womit du arbeiten kannst. Und je älter dein Journal wird, also je voller es wird, desto schöner wird es eigentlich, weil du immer mehr zurückblättern kannst, immer nochmal zurückgucken kannst, was denn so passiert ist, was in deinem Leben passiert ist, was du auch vorhast in deinem Leben. Ja, nämlich Ziele werden natürlich auch getrackt, ganz klar, ne? Und ja, so zieht sich das Buch durch und deswegen würde ich sagen, ein rundum gelungenes Buch und definitiv eine Idee, was du hier mal nutzen kannst. Und wenn du das entschieden hast zu machen, dann schau dir einmal den Bereich an über die Stempel, die du selber machen kannst. Und dieses Tutorial werden wir jetzt mal aufgreifen und werden das hier live im Video machen. Um diese Stempel zu machen, benötigst du einmal das Buch, ja, vielleicht nicht unbedingt, aber schön ist es schon. Dann Moosgummi, ganz wichtig, Farbe ist egal in dem Fall. Dann meinen Bleistiftkasten habe ich hier, damit ich auf dem Moosgummi malen kann. Natürlich das Bullet Journal, hier Scribbles that Matter. Dann Farbstifte, ich habe hier meine Stabilo Pens von Faber-Castell. Natürlich das Stempelkissen. Ein Korken. Irgendein Korken ist völlig gleich. Hier ist es ein Sektkorken. Am besten zwei. Ich brauche nämlich auch zwei für meinen Stempel. Eine Schere natürlich. Und zu guter Letzt Klebe. Ja, irgendein Klebestift am besten. Und dann geht es auch schon los. Ich habe mir jetzt hier mal das Moosgummi geschnappt und zeichne damit einfach zwei Herzchen. Ein größeres und ein kleineres auf und schneide das aus.
nachdem meine Stempel jetzt fertig sind, probiere ich sie erstmal mal aus, bevor ich sie im Bullet Journal nehme. Und tunke die einfach mal hier in mein Stempelkissen und stempel mal auf einem kleinen Notizzettel fröhlich drauf los und guck mal, was dabei rauskommt. Und ich muss sagen, das Ergebnis kann sich doch richtig sehen lassen, oder? Also es ist ein schönes, gleichmäßiges Ergebnis, ein großes Herz und ein kleines Herz. Und ja, darauf lässt sich aufbauen. Du schon am Anfang des Videos gesehen hast. Ich möchte jetzt erstmal August hier in die Mitte schreiben und dann möchte ich ein paar Glühbirnen runterhängen lassen und dann anschließend stempeln wir ein paar Herzchen da drauf. Also erstmal kommt ziemlich in die Mitte August und dann geht es auch schon weiter. Wenn du schon Videos von mir gesehen hast, dann weißt du, ich bin ein Sicherheitsfanatiker. Also habe ich das natürlich mit dem Bleistift vorgemalt und jetzt gehe ich einmal mit dem Mikro- und Feinliner darüber, um das Ganze ja, ne, für immer sichtbar zu machen, ne, und kann gleich das Restliche vom Bleistift einfach wegradieren. Damit das Ganze ein bisschen wie Kalligrafie aussieht, ich habe jetzt hier nicht den richtigen Stift dafür, sondern nur diesen Feinliner eben, ziehe ich alle Linien, die nach unten laufen, noch einmal nach und mache die ein bisschen dicker, sodass dass das Ganze aussieht wie eine kalligrafische Schrift. Ja, weiter geht's wieder mit dem Bleistift. Ich zeichne erstmal Glühbirnen, also eine Glühbirne mit dem Gewinde. Dann male ich da ein Herzchen rein und dann lasse ich die einfach von oben runter baumeln. Thank you.
dann wieder alles mit dem Bleistift gemalt. Ja, auch hier better safe than sorry, ne? Also alles wieder mit Bleistift gemalt und gleich umrande ich das nochmal. Und wenn das passiert ist, dann lasse ich so kleine, ja, wie so Sternchen da reinblitzen, so kleine Lichtsternchen sozusagen, ne? Damit das Ganze ein bisschen realistischer aussieht. Wenn es mir dann endlich gefällt, dann nehme ich wieder den Mikron Fineliner und zeichne alle Glühbirnen nach, alle Bänder nach und natürlich auch die Sternchen. Und ich versuche das so einfach aus dem Handgelenk heraus zu machen. Es soll gar nicht so fürchterlich ordentlich werden, weil wie gesagt, alles was mit Bleistift da ist, kann ich ja gleich wieder wegradieren. Sobald wir dann soweit durch sind und alles gemalt haben, dann
kann ich auch endlich die Stempel anwenden. Dann kann ich endlich mal, ja, mit dem kleinen Herz stempel ich jetzt mal hier rein. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt gut geht, aber schauen wir mal. Vielleicht hätte es auch schön ausgesehen, das Ganze in die Glühbirnen zu stempeln, aber naja, dafür ist jetzt leider zu spät. Die Idee kommt mir jetzt erst gerade. Ja, ansonsten einfach ein paar Herzchen hier mitten rein. Jetzt nehme ich das Farbstiftset von dem Stabilo-Set und nehme jetzt gelb einfach, um die Glühbirnen zu markieren und ja, alles schön gelb zu malen und so ein bisschen, ja, Glitzer ist jetzt das falsche Wort, also so ein bisschen Leuchten da reinzubringen. Und irgendwie ist der August auch immer gelb, ich habe keine Ahnung warum, aber gelb passt irgendwie zum August. Wenn man mal in die Kalender guckt, dann ist auch der August irgendwie, ja, der ist immer gelb. Und so dann halt auch unsere Monatsübersicht.
sind wir mit unserer Monatsübersicht und den selbstgemachten Stempeln. Natürlich kannst du nicht nur Herzen machen, du kannst jede Form, jede beliebige Form machen, die du halt auch ausschneiden kannst und kannst dir damit deine eigenen Stempel erstellen. Das finde ich doch schon ein klasse Tipp aus dem Buch. Ja, ich hoffe, dir hat unser Video gefallen und wenn dem so ist, freue ich mich über einen Daumen nach oben und auch wenn du unseren Kanal abonnierst und ich sehe dich hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!